Mittagessen. Heute gibt es Fusselnudeln. Und ich habe meinen Kaffeebecher wieder auffüllen lassen mit Latte Macchiato. Ja, ich hoffe, er schmeckt. Ich muss noch Zucker reinmachen, aber ansonsten ist der Becher voll. Ich dachte, er zieht mir einen großen Becher ab, also großen Latte Macchiato ab für 3,50, was auch noch in Ordnung wäre. Ich habe 2,50 bezahlt. Voll in Ordnung, das muss man nur schmecken. Und das hier wird sowieso schmecken. Guten Tag. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde circa zu Hause. Und hier ist schon wieder großes Kuscheln angesagt. Mia ist auch schon auf dem Balkon und ich werde jetzt gleich lesen. Ja. Ach je. Aber ich habe den ganzen Tag einen Kloß im Hals. Ich habe keine Ahnung, warum. Es wird auch nicht wirklich viel geredet. Eigentlich so gut wie gar nicht. Die viermal, die ich heute gesprochen habe, kann man an der Hand abzählen. Ja, ist ja viermal, logisch. Keine Ahnung. Nee, gar nicht. Weiß man doch öfter. Weil ich habe mir ja auf dem Markt sowohl Kaffee als auch... Ja, ich habe ein bisschen öfter gesprochen, aber ist egal. So, jedenfalls auf Prohomat. Ich werde mir jetzt jedes Mal einen Kaffee organisieren, wenn ich mir den das Mittagessen hole. Also Pastapate. Ja, und selbst wenn ich mir 3,50 abknüpft hätte, wie gesagt, wäre das ja auch vollkommen in Ordnung gewesen. Weil das ist ja ein großer Becher und seine Becher sind normalerweise kleiner. Aber 2,50 ist auch okay. Wenn man denkt, was es sonst kostet, von daher alles gut. Werde ich jetzt jedes Mal machen, wenn ich nö. Genau. Dann brauche ich zu Hause keinen mehr. Glaube ich. Ich habe noch einen Schluck, glaube ich, noch drin. Ich habe ja lang gezogen, das Ganze, damit ich eben nicht, wo ich trotzdem so nachmittags tief hatte. Ah ja. Genau, und er sitzt da oben auf so einem Thron, ey. Im Karton, der wieder zurückgeschickt wird. Daniel hat einen Totenkopf bestellt von mir zwei. Die gehen beide zurück. Der eine ist riesig, der ist größer als ein normaler Kopf. Also so doppelt so groß wie ein normaler Kopf oder so, keine Ahnung. Und der andere ist schon irgendwie der zerdeppert. Deswegen gehen die wieder zurück. Ja. Oh. Und das Lesewichtel ist ausgelost quasi. Und gewonnen hat... Ich zeig's euch gleich. Ich muss es nachholen, ich habe es mich jetzt vergessen herzuholen. Da kam das Kuschelkätzchen nämlich schon an, bevor ich wieder aufstehen konnte und das holen konnte. Und unterwegs in einer Pause und so weiter habe ich ja das E-Book wieder gelesen. Also, ich blende es mal hier ein. Highland Stars, verliebt in Schottland. Da habe ich jetzt auch schon über 50% geschafft. Und ich habe Chris Carter gestern Abend beendet. Habe ich schon erzählt, weiß ich gar nicht. Habe ich gestern Abend beendet. Oh, meine. Tut mir leid. Ich nerv schon die ganze Zeit. Geht nicht weg, es geht einfach nicht weg. Ja. Habe ich geschafft. Von daher darf ich heute das Lesewichtelbuch anfangen zu lesen. Und ja, das E-Book dann eben beim Essen immer wieder. Oh, Kätzchen. Du bist eine Kuschelkatze. Manometer. Ja, so viel dann erstmal dazu. Ich werde jetzt wieder gleich lesen. Wieder so ein Livestream anmachen. Ich habe mal gezählt. Da gibt es ja, weiß ich nicht, es müssten 60 Livestreams oder so sein. Von daher habe ich da noch ein bisschen was zu gucken. Wenn nicht gerade wieder ein neuer Live-Livestream ist. Wenn ich mit angucke, aber ist da neues geplant anscheinend. Von daher werde ich mir die Aufgezeichneten angucken. Wenn ja so 60 Stück sind, habe ich ja wirklich noch ein bisschen was vor mir. Genau. Ein paar habe ich zwar auch live gesehen oder halt auch schon später angeguckt. Ich weiß auch nicht mehr welche, von daher werde ich sie einfach alle angucken. Oh, ich habe irgendwie ganz viele Haare im Gesicht, das nervt ja. So, jetzt aber Buch holen und lesen. Meine Aufvorstimmung. Also gewonnen hat mit über 50% Vorsprung, über 50% Vorsprung, also mit über 50% aller Stimmen, so heißt das, die App von Anne Strobel. Wie gesagt, ich werde jetzt mal von vorne anfangen zu lesen. Weil ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Ich weiß grob, worum es ging am Anfang, aber so gar nicht mehr genau. Von daher lese ich es von vorne. Von den Lesezeichen. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Oh, Mann, ey. Geht doch gar nicht. Was habe ich denn für einen Siebkopf? Furchtbar. Ich warte gerade drauf, dass der Blog fertig speichert und ich habe in die App schon fast die Hälfte von dem, was der Leseprobe gewesen ist, was ich also schon mal gelesen habe, gelesen. Ich bin bei fast 50 Seiten. Vielleicht schaffe ich heute sogar noch das Ganze mit der Leseprobe, also was ich schon mal gelesen habe.
Das liest sich wieder so weg wie nix. Das ist ja Hammer. Und ich habe bei Instagram gerade die Umfrage gemacht wegen dem Lesewochenende. Ich mache auf jeden Fall eins. Wer mitmacht, mit oder nicht, das ist mir jetzt egal. Wie wir morgen. Ah, guck mal, Anna, das ist fertig gespeichert. Ich kann es also hochladen. Ich werde trotzdem auch die Fragen reinstellen, die ich mir überlegt habe. Und so habe ich mich halt auch schon auf Arbeit für mir so ein paar Fragen ein. Eigentlich fiel mir noch was anderes, glaube ich, ein. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit bei ist, jetzt bei den Fragen, die ich mir notiert habe. Mir fiel irgendeine ganz geniale Sache ein. Ich muss mir das aufschreiben. Beim Aufschreiben fiel mir so, also ist es wieder weg gewesen. Und ich weiß nicht, ob es mit bei ist. Wäre natürlich schade, wenn nicht. Weil gerade das hatte mich dazu motiviert, das zu machen. Aber gut. Mal schauen, mal schauen. So, dann mal alles schön hochladen. Endcard geding sie. So, also Abspann viel mehr. Zack, wird hoch. Gut, wie lange brauchst du? 9 Minuten. Ach, das geht ja heute mal schnell. Ist ja super. Gestern war das richtig langsam. Das war langsam. Das braucht für ein 10-Minuten-Video. Also ich glaub, ein bisschen drüber als 10 Minuten braucht das irgendwie eine Dreiviertelstunde. Da steht was von 9 Minuten. Das heißt, es kommt halt pünktlich online. Das finde ich schön. Dann müsst ihr auch gleich nach Hause kommen. Und ich habe mir noch einen Gemüseteller. Auf mir habe ich gerade keinen Hunger. Ich habe wahrscheinlich zu viel genascht. Und ich hier gerade ein paar Walnüsse gegessen, aber noch nicht von denen, die wir geschenkt bekommen haben, sondern ich habe noch so eine Tüte gehabt mit schon geknackten Walnüssen, die auch schon offen war. Wo man es zumachen kann, aber die will ich zuerst leer machen. Genau. So viel dann dazu. Ja, ist heute nicht viel passiert, würde ich sagen. Ich werde auch kein Video gucken oder sonst irgendwas und irgendwas anderes machen. Ich werde jetzt hier einfach nur. Den Vlog habe ich ja geschnitten, den lade ich jetzt hoch. Mehr mache ich hier auch jetzt nicht. Und ansonsten wird gelesen. Donnerstags sind halt immer so ein bisschen. Ne? Mal schauen. So, Goodie. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich mir immer da auf dem Markt einen Kaffee hole. Das ist auch in Ordnung. Neue Erkenntnis gewonnen und so. Ja, wenn ich nachher noch was passiert, war es das wahrscheinlich wieder für heute. Und oh, ich finde es immer noch so toll mit der Lichterkette, die ich jetzt gestern wieder gemacht. Ich habe mich gestern, habe ich es erzählt, ich weiß es nicht, habe ich mich um halb, noch kurz vor 7:30 schon fertig gemacht, weil ich dachte, ich schaffe sonst das Buch nicht mehr auszulesen. Also hier, Chris Carter, ja. Habe ich wirklich gedacht, aber ich hätte mich ganz normal fertig machen können, weil ich wäre noch vor 9 fertig gewesen mit dem Lesen. Ja, es rauschte nur noch so vorbei. Aber es ist wieder richtig toll. Mehr als zum Lesemorgen natürlich. Ja, genau. So viel nochmal dazu. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Aber ich glaube, ich habe meine Mutter erzählt und nicht euch. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn ich es damit erzählt haben sollte, tut es mir leid. Manchmal weiß man halt nicht, wenn man verschiedene Personen, also wenn ich Daniel was erzähle, meiner Mutter was erzähle und euch was erzähle, dann weiß ich nicht, okay, wem habe ich das schon erzählt? Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Da fühlt man sich so ein bisschen paranoid, wenn man das 1000 Mal erzählt. Aber gut. Meine Mutter war auch witzig. Sie hat gar nicht mit dem Anrufgang gerechnet, weil die Uhrzeit ja kaum jemand anruft oder eigentlich niemand anruft. Ich so, ja, ich bin's bloß. Und sie hat ausgemistet, ob ich so will, aufgeräumt in den Schränken und hat ganz, ganz viel Wolle gefunden und noch andere Sachen. Duftkerze hat sie gefunden, die sie nicht anzünden darf, weil mein Vater keine Duftkerzen mag. Das heißt, die bekomme ich jetzt alle. Sie weiß aber nicht, was für Düfte das sind, weil es nicht draufsteht. In die Wolle bekomme ich, aber nicht alle Wolle, weil sie hat früher so Tischdecken gehäkelt und Gardinen gehäkelt. Das ist mit so einer ganz, ganz dünnen Wolle. Die kriege ich natürlich nicht, weil die brauche ich nicht. Aber was war denn noch? Ach, Füllwatte hat sie auch gefunden. Also, was sie da alles gefunden hat, das ist der Wahnsinn. Ja, schon nicht schlecht. Jetzt kriegen wir wieder also jede Menge Kram. Jede Menge Kram ist gerade weg, jetzt kriegen wir jede Menge neuen Kram. Ich muss also wieder anfangen zu häkeln, würde ich sagen. Ne? Lange nicht mehr gehäkelt. Sollte ich vielleicht mal wieder tun. Mal gucken. Mal so ein bisschen Wolle weghäkeln, weil ich habe jetzt hier eine Tüte mit Häkelzeug. Was ist eine Tüte? Ich glaube schon, oder? Ja, eine Tüte mit Häkelzeug, die Tasche mit Häkelzeug, ein Korb mit Häkelzeug, also mit Wolle. Jetzt bekomme ich noch mehr Wolle. Und warte. Oh nein, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ah, oh, es ist nicht so schön. Aber gut. Irgendwann ist ja unser Bett vielleicht auch ein bisschen mehr Platz, dann kann man da auch was hinstapeln, dann kann man es besser. Oder ich packe es in meinen Schrank. Das muss ich mal gucken, ob ich es in meinen Kleiderschrank irgendwie. Da habe ich jetzt unten Spiele reingepackt, da wenn ich die Spiele auf die andere Seite packe, habe ich daneben vielleicht noch ein bisschen Platz.
Oder unten drunter. Muss ich mal gucken, ob ich da noch einen Platz finde. Aber ob alles da reinpasst, weiß ich nicht. Schwierige Sache. Sowieso alles noch nicht so wirklich platzmäßig eingeordnet, aber gut. Wird schon irgendwann, hoffe ich.